Servus und herzlich willkommen bei Bockofolz. Schön, dass ihr auch zum 10. Teil meines Werkstattblogs wieder einschaltet. Die Woche wird auf jeden Fall ganz, ganz ruhig, weil ich habe nämlich einen neuen Mitarbeiter in meiner Werkstatt eingeladen. Und ja, der muss erst noch ein bisschen an die Werkstatt gewöhnt werden. Ihr seid jetzt bestimmt gespannt, wer mein neuer Mitarbeiter ist. Schaut's mal her. Hey, hallo. Das ist mein neuer Mitarbeiter, der liebe kleine Alois. Ja, unser alter Hofhund ist leider gestorben und jetzt muss halt ein neuer her. Und das ist alles und dementsprechend soll der sich ein bisschen an die Werkstatt gewöhnen. Für ihn ist das also alles ganz bisschen unheimlich und dementsprechend werden wir heute oder was in der Woche einfach nur ganz leise Sachen machen. Also mit der Hand ein bisschen was abschleifen, vielleicht mal eine Schraube drehen etc. Wenn es euch interessiert, bleibt gerne dran. Ansonsten vertröste ich auf die nächste Woche, da hat dann meine Frau wieder Urlaub und dann können wir auch wirklich wieder gescheite Projekte machen. Aber ich denke mal mit der kleinen süßen Fellnase, die gerade richtig müde ist, ja, mit der werden wir auf jeden Fall richtig viel Spaß haben. Ja, und ich werde jetzt nebenher einfach schon mal die Füßchen für die Kommode schleifen. Die habe ich jetzt schon mal eine Schicht schwarz anlackiert. Und ja, das ist ganz jetzt, das Füßchen noch ein bisschen rauer, dementsprechend einmal schleifen und dann noch eine zweite Lackschicht drauf. Dann vielleicht noch mal einen kleinen Zwischenschliff und dann sollte das Ganze definitiv passen. Und das machen wir jetzt alles, oder? Machen wir das? Machen wir das. Und du ruhst dich noch ein bisschen aus, müder Krieger. Die Beinchen sind jetzt geschliffen und nochmal lackiert, also jetzt schauen die richtig gut aus. Und ich habe mir auch noch überlegt, was man dann Wunderbares machen könnte, so dass es für alles nicht zu laut in der Werkstatt ist. Und das ist einfach hier die ganze wunderbare Werkstatt einmal ja, komplett umräumen. Ich denke mal, das ist eine feine Sache. Da kann er auch mal ein bisschen mitlaufen, kann sich seine Ruhe suchen, je nachdem, wie er das Ganze möchte. Und wie ich mir jetzt die Werkstatt überlegt habe, zeige ich euch jetzt. Ich sage schon mal ganz vielen lieben Dank für die tollen Tipps, die ihr mir im Livestream gegeben habt. Davon habe ich jetzt einige beherzigte. Angefangen hier im Prinzip in der Mitte das Ganze hier so als eine Art Insel aufzubauen. Ich habe es ein bisschen anders gemacht wie im Livestream. Das heißt, meine Abrichte ist jetzt hier nach oben gewandert. Die stand ja vorhin hier unten an der Wand. In der Mitte stehen zwar momentan noch meine Holzböcke, aber hier würden dann die modularen Tischchen reinkommen und auf der anderen Seite die Bandsäge. Und ich denke mal, das Gespann ist am Anfang wirklich praktisch, wenn ich Holz auftrennen muss. Das heißt, ich könnte hier zum Beispiel eine Kante kurz abrichten, dann da drauflegen, einmal rumgehen, hier neben an der Bandsäge mir die ganzen Streifen rausschneiden, die wieder hier zurücklegen, zurück an die Abrichte gehen, das Ganze abrichten und nachher aushobeln, wieder auf den Wagen legen und dann geht das irgendwo Richtung weiter zur Bearbeitung. Auch, was ich eine sehr, sehr tolle Idee fand, war im Prinzip Bandsäge und Tischfräse nebeneinander zu stellen, weil ich kann ja die Tischhöhen vor allem von der Tischfräse an meine Bandsäge angleichen. Das ist natürlich schon mal sehr, sehr angenehm. Das heißt, wenn ich längere Stückgut habe, kann ich es hier schon mal auflegen, kann es durch meine Bandsäge durchschieben und sollte es tatsächlich so lang sein, dass es hier vorne anecken ist, kann ich die Tür aufmachen und kann quasi hier noch ein Stück rausarbeiten. Das sollte auch wunderbar funktionieren. Und die gleiche Synergie hätte ich dann auch zwischen meiner Kappsäge und meiner Tischfräse, weil hier kann ich auch die Tischverlängerung noch in der Höhe variieren, sodass ich auch tatsächlich auf die Höhe von meiner Tischfräse komme. Also sollte ich hier irgendwas drauflegen und fräsen, kann ich das auch nachher über meine Kappsäge abstützen. Und hinten raus kommt noch der Zylinderschleifer. Der hat jetzt einfach da den Platz gefunden, weil ich ihn sonst nicht wüsste, wo ich ihn hinstellen soll. Dann hier nochmal wirklich vielen lieben Dank für die tollen Tipps, was die Absaugung betroffen hat. Weil ich wollte sie ja ursprünglich eigentlich hier draußen hinbauen, also in der Maschinenhalle. Dann habt ihr ja gesagt, das ist doof, weil es zieht A, die warme Luft raus. Ich muss schauen, dass auch passend Luft reinkommt, auch mit dem Ofen, dass ich mir nicht den Rauch über den Kamin zurückziehe. Also super, super tolle Tipps von euch. Dementsprechend habe ich mir entschlossen, dass dann die Werkbank hier ein bisschen kürzer werden wird, hier meine Absaugung reinkommt. Das bietet, denke ich mal, einen ganz guten Vorteil, weil ich kann einen Absaugstreifen oder Abschnitt quasi hier entlang gehen lassen über meine Maschinenzeile. Das heißt, die ganzen vier Maschinen werden schon mal darüber abgesaugt. Eventuell mache ich auch nochmal einen Balken hier rüber, dass dann auch der Dickenhobel abgesaugt wird. Aber das bestreiche ich dann mit den Jungs, die mir die Absaugung planen. Und der zweite Strang kann dann quasi hier unter der Werkbank entlang laufen und nochmal den Kantenschleifer abschleifen, wahlweise auch nochmal einen Abgang, um dann einfach Exzenterschleife oder sowas noch absaugen zu können. Also da finde ich die Absaugung eigentlich momentan ganz gut platziert. Ja, hier bleibt unsere Werkbank, unten drunter der Kompressor, wo er eh schon steht. Der Kantenschleifer bleibt auch, wo er ist. Ofen muss natürlich da bleiben. Hier ist dann das neue Plätzchen vom Alois, weil auch der braucht ja irgendwo einen Platz, wo er sich zurückziehen kann. Ja, und hier haben wir da die Werkbank von meiner Tochter und von meiner Nichte eingezogen und ja, das Holzlager an sich kann dann auch hier wunderbar hineingeschoben werden, dass die an ihre Werkbänke kommen und wenn ich an mein Holzlager muss, dann kann ich das hier rausschieben und habe hier auch immer noch gut 60 cm Platz, um an mein Lager zu kommen. Das sollte mir eigentlich reichen. Ja, so werde ich das Ganze jetzt auf jeden Fall einmal aufbauen und mal ein paar Projekte lang ausprobieren, ob mir das passt und ansonsten kann ich es ja immer noch umstellen. Das ist der Plan, also fangen wir an und richten wir die Werkstatt mal so ein, wie ich mir das überlegt habe. We'll be right back.
es ist geschafft. Die Werkstatt ist umgeräumt. Hinter mir steht meine Abrichten-Dicken-Hobelmaschine. Das Einzige, was ich machen muss, da hinten noch ein bisschen freiräumen, dass dann da auch meine Absauganlage kommen kann. Und dann habe ich jetzt hier, mal schauen, ob ich es eingefangen kriege für euch, eine richtig, richtig schöne lange Zeile Maschinen. Angefangen von meiner Bandsäge. Sollte ich mal was richtig langes haben, kann ich die ein bisschen hier in die Richtung vorschieben, kann zur Tür rausarbeiten. Na, wer kommt denn da von hinten angeschossen? Schaut's mal her, wen wir da haben. Hey Alois, ist dir langweilig? Ich rede die ganze Zeit und mach nichts mit dir, ha? Das ist hundsgemein. Verstehe ich. Aber ich glaube, du kannst dich noch ein bisschen beschäftigen. Das kriegt er noch hin. So, wo war das? Genau, Bandsäge, bisschen rausholen, zur Tür rausarbeiten. Sollte das Ganze natürlich länger sein, kann ich hier hinten meine Tischfräse verwenden. Das hat natürlich den Vorteil, den Tisch kann ich dann an den Tisch angleichen, dann passt das auch. So, jetzt muss ich schauen, dass ich den kleinen Mann nicht hinten beim Rückwärtsgehen einmal erwische. Ah, das hat er schon gemerkt, der ist schon wieder auf seinem Platz, das ist sehr schön. Hier unten habe ich noch momentan meine ganzen Einzelmaschinen, die kommen weg, dann können auch hier danach die Maschinen ein bisschen näher zusammenrücken. Das heißt, die Bandsäge kommt noch ein bisschen näher an die Tischfräse ran, weil da habe ich ja genauso hier die Ausziehböcke, die kann ich auch in der Höhe nochmal passend verstellen, sodass ich auch hier meine Tischfräse wahlweise unterfüttern kann. Das ist natürlich auch sehr, sehr praktisch. Und dann gibt es da hinten noch meinen Zylinderschleifmaschinen, den nehme ich eh relativ selten her. Und wenn es jetzt auch kürzere Teile ist, sollte dann eigentlich passen. Ja, und ansonsten ist sie auch relativ schnell verschoben. Auf der Seite, er hat sich nicht allzu viel geändert. Mein Holzlager ist geblieben. Und wie ihr seht, die Werkbänke für meine Nichte und für meine Kleinen sind wieder eingezogen. Vor allem die Werkbank von meiner Kleinen, die war wichtig, weil die hat mir schon echt die Hölle heiß gemacht. So, Papa, du hast gesagt, du baust die Werkstatt um und meine Werkbank kommt wieder rein. Ha, ich habe das endlich geschafft. Sie ist glücklich, sie bastelt auch schon wieder dran und ja, ist da echt zufrieden. Mein Kantenschleifer ist geblieben, wo er ist, nämlich hier hinten in der Ecke. Und das Einzige, was ich jetzt nicht mehr machen werde, ist im Prinzip hier hinten meinen ganzen, ja ich sag mal, Werkstattbereich umzubauen. Der bleibt, wie er ist. Also auch die Thematik, wie dämme ich mein Fenster, hat sich damit erstmal nach hinten verschoben. Und das Einzige, was sich jetzt nochmal ändern wird, ist die Absauganlage. Momentan saugt der hier unten der Staubsauger im Prinzip die restlichen Maschinen ab. Und da soll eine vernünftige Absauganlage kommen. Und da bin ich echt dankbar für den Livestream, weil ihr habt super, super Tipps gegeben. Weil meine Idee war es ja eigentlich, da einen Durchbruch durch die Wand zu machen, die Maschine darüber rauszuschmeißen, dann ist der Lärm nicht ganz so in der Werkstatt drin. Aber ihr habt vollkommen recht, wenn ich jetzt natürlich jetzt gerade wieder mit dem Ofen einheize, dann ist es noch eine super, wenn die ganze Maschine die warme Luft einmal nach drüben in die Halle rüber pustet, irgendwo von da drüben vielleicht kalte Luft reinströmt und dann kann ich das Heizen auch einfach direkt lassen. Und dass ich den ganzen, ja ich sag mal, Absauganlage einkassele in einen separaten Raum und dann wieder die Luft zurückführe, dann kann ich sie auch da hinten in die Ecke einmal reinstellen, dann bin ich genauso glücklich. Da habe ich auch schon ein Unternehmen angeschrieben, das mir dann hilft, da eine passende Absauganlage zu finden und ja, auch die Vorrangung und so weiter auszulegen, wie man das machen könnte. Das Einzige, wo ich mir noch nicht ganz so sicher bin, ist, ob dann die, ja, der Dückenhobel jetzt im Prinzip auf der Seite richtig steht, weil er ist jetzt von der Vorrangung dann so gesehen am weitesten weg. Aber das kann ich dann mit den Jungs ausschmatzen. Ich werde jetzt noch ein bisschen mit dem Alois kuscheln. Wenn euch das ganze Video und der Vlog gefällt, na dann lasst uns beiden doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr wissen wollt, wie das mit der Absauganlage und alles funktioniert, dann am besten den Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr definitiv den Vlog nicht dazu. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß in eurer Werkstatt. Und falls ihr dafür noch eine Idee braucht, überhaupt kein Problem, dann haben wir einmal hier oben eins der beliebtesten Videos von mir und einmal drunter, ja, was machen wir? Machen wir die Playlist zu meinen Helferlein, weil Helferlein sind immer eine praktische Sache. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das genau hier machen.